ist meine Family. Family ist ein bisschen strange. Und hier kommt meine Lieblingsstory zu meiner Family. Die ist wirklich so passiert. Mein Bruder hat sich kürzlich einen Hund gekauft, weil er wollte den Wachhund haben. Und wisst ihr, was für ein Hund er sich geholt hat? Ein Mops. Ey, was für eine Art Wachhund soll ein Mops sein? Der ist 10 cm groß. Weißt du, wie soll das funktionieren? So, ey Bello, da ist Einbrecher. Bello, da ist er. Bello. Was? Und der Einbrecher so. Was? Ah! Und du kannst ihn auch nicht als Alarmanlage benutzen, weil normale Hunde bellen so. Wuff. Waff. Irgendwas, ja? Ein Mops bellt so. Wirklich? Das alles? Das ist doch nicht bellen. Das Hundetourette. Weißt du, wie soll das funktionieren? Weißt du, der Einbrecher kommt so durchs Fenster, schleicht sie so rein. Dann hört er aus der Ecke so. Ah, die schlafen. Das ist... Wie? Und ich musste auf ihn aufpassen, ja? Und mein Bruder meinte, hey, vorsichtig, er ist sehr dominant. Er will andere Hunde dominieren und das macht er, indem er die besteigt. Ich so, okay, jeder wie er will. Ich bin mit dem Gast gegangen, ey, keine 10 Meter, kommt uns ein Rottweiler entgegen. So, ja, das wird spannend. Und kaum ist der Rottweiler da, bespringt der Kleine ihn. Also so gut es geht, er ist sehr klein, er bespringt sein Bein. Er ist so, ich dominiere dich. Also hat sich ja so angehört. Und der Rottweiler ist nur so, muss das sein? Das ist doch für uns beide peinlich. Der Rottweiler macht nur den hier, ja. Aber der Kleine findet es voll geil. Ja, Bewegung. Und dann kommt das Härchen vom Rottweiler auf mich zugerannt und meint so, was macht ihr Hund mit meinem Hund? Und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz in einem vernünftigen Gespräch sagen kann. Aber ich meinte, ich glaube, er fickt ihn ins Knie.